Ich bin Nadja Werlen, habe vor 5 Jahren mit meinem Geschäftspartner Reinhard Wolpen die Wolpen und Werlen AG gegründet. Wir haben ein kleines Team mit Maler, Gipser, Blättlilecker und sind vorwiegend von der Region Oberwald bis Brickfisch tätig. Super, ja, Nadja, danke vielmals, dass du dir die Zeit hast genommen. Das ist perfekt, also wunderbar. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, wer ist da zu sein. Wie gesagt, das ist momentan ein riesiges Thema, vor allem auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern hier in der ganzen Region. Und ja, gehen wir doch kurz einmal auf die Frage ein. Aber das Erste, was mich natürlich brennend interessiert, ist, so ganz nach Büstel, sieht das mit dir nicht aus im Hintergrund? Erzähl dich mal, wo bist du jetzt gerade? Das ist korrekt. Ich bin im Büro, also ist eigentlich auch vom Geschäftsbüro, aber ich habe das Büro von daheim. Darum ist für mich eigentlich die Situation nicht so äußergewöhnlich, dass man von daheim aus schafft. Da bist du eigentlich schon vor der ganzen Zeit, hast du probiert, euch das Homeoffice ein bisschen zu aktivieren, dass du Zeit für alles ein bisschen hast, oder? Genau. Was einfach jetzt die Herausforderung ist, ist, wenn meine Kinder, die beide im Berufsleben sind und Berufsschule haben, euch daheim sind. Und das ist natürlich schon sehr ein bisschen nervig. Ich glaube, aber für beide Seiten, oder? Ja, du schießt sicher euch. Sag, wie geht ihr da mit um? Aber wie gesagt, bei mir ist früher, also eben früher, vor 3 Wochen so gewesen, dass wenn ich bei Heim komme, habe ich das eigentlich tiptop trennen können. Aber eben, habt ihr euch gemerkt, dass ich auch im Alltag mit euch, sagen wir, am Wochenende oder so, wir wissen ja, wer sollte nicht zu viel unter die Liga, wer sollte nicht zu viele Aktivitäten machen, aber habt ihr jetzt in der Family euch schon gewisse Sachen umgestellt oder gesagt, gewisse Freiräume noch zusätzlich geschaffen? Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass man sich Freiräume gibt, was man die schafft. Sei es einmal, was einem Morgen geht und der andere am Nachmittag, am Wochenende. Weil es ist schon extrem viel Zeit, die man aufeinander hockt. Vorher hast du einfach am Abend hast vielleicht Sitzung oder irgendetwas noch gehabt und jetzt bist du wirklich immer am Wochenende 24 Stunden aufeinander. Das ist schon gewöhnheitsbedürftig. Das ist ja so. Sagen, wie ist es eigentlich auch für dich, Nadja? Wenn so die erste Meldung sind gekommen, lange Zeit, hat es ja bis 2 Lager gegeben, seit der auch gesagt haben, oh, das sind nicht die Medien, die übertreiben. Und auf der anderen Seite haben wir wieder andere gehabt, die schon fast in Panik sind. Ab welchem Moment hast du gewusst, das wird für dich privat, für die Familie, aber auch für das Geschäft, da wird sich ziemlich viel ändern. Weißt du noch, wenn der Moment circa gesehen ist in den letzten Wochen? Ja, das war sicher der Moment, wo der Lockdown ist eingeführt wurde. Und dann muss ich auch sagen, wie kurz darauf musste ich einkaufen, bin im Lebensmittelgeschäft und dachte, in welcher Welt bin ich jetzt hier? Normalste Sachen, die du für das Leben brauchst, hat es einfach auf einmal die Gestelle leer gewesen. Das war eine spezielle Situation gewesen. Und auch die Leute sind so nervös in dem Geschäft rumgekühnert, wirklich. Du hast natürlich auf das Mal, also für mich ist es so gegangen, dass ich auf das Mal gesehen habe, hey, ich bin ja nicht der Einzige, der Coca-Zero trinkt, oder? Das ist auf das Mal alles leer gewesen. Und sei mal ehrlich, wie viele WC-Rollen hast du daheim gehortet? Keine, also den habe ich keine gehabt, weil ich immer wochenweise einkaufen kann. Durch den Beruf habe ich nicht Zeit, jeden Tag einzukaufen. Und dann wollte ich wirklich der Woche einkaufen machen und WC-Papier, aber nichts gewesen. Sag, lass mal. Wie ist es eigentlich euch, also im Hinblick jetzt mit euch, mit dem Unternehmen, aber ihr arbeitet viele euch natürlich auf dem Büro logischerweise. Wie hat sich da jetzt die Welt euch geändert mit euch? Habt ihr zuerst einmal einen riesen Massnahmenplan müssen machen oder ist es überhaupt nicht das Gleiche wie vorher jetzt? Also es ist sicher nicht das Gleiche, weil wird dann wirklich nach diesen Vorschriften vom BOK einfach die Hygienemaßnahmen müssen halt reserviert haben. Und da haben wir wirklich jedem Arbeiter Seife und die Desinfektionsmittel mitgegeben, weil wir sind ein kleines Unternehmen, wir können nicht so Waschstationen wie die Baufirmen machen. Und wir sind halt in 4, 5 Baustellen in einer Woche tätig. Und wir müssen die das einfach mobil mitnehmen. Und was einfach ist, Distanz oder Abstand halten und Hände schütteln gibt es Beischnitt. Der Firma kommt jetzt halt das Lächeln. Schön etwas. Hast du euch gemerkt, Nadja, mit den Mitarbeitern, ist euch,
Ja, was ist euch zurückgekommen? Sind Sie dankbar gewesen, dass ihr die Massnahmen eingeführt habt? Oder eigentlich so ein bisschen gleichgültig? Oder wie ist das rübergekommen? Nein, sie schätzen das. Also ich habe gefunden, dass sie das schon schätzen, dass wir ihnen das zur Verfügung stellen. Und meine Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital und wir wollen, dass sie gesund bleiben. Und da wir ja im Moment wirklich noch arbeiten können, dass das auch so bleibt. In den letzten Jahren wäre immer mehr die Digitalisierung ist ein riesiges Thema gewesen. Also nur immer, noch viel stärker, weil sie ist in einer kleinen Schule nicht drin. Aber auch das Thema Regionalität, oder? Wäre auf einer Seite die Globalisierung, viel mehr über Web natürlich verkauft, Lokals, Ladosterben, wenn man so will sehen. Es sind viele, viele negative Auswirkungen in letzter Zeit. Und wenn Menschen sind, wir müssen immer alles übertreiben. Was hast du dort so das Gefühl, im Blick auf die Krise, wo vielleicht noch wird kommen oder ganz sicher noch wird kommen und neu weisst, was können wir eigentlich aus dem Ganzen ein bisschen mitnehmen? Oder du persönlich für dir, was du sagst, hey, weißt du was, vielleicht sollte ich mal schauen, dass man da und da euch als Schweiz ein bisschen unabhängiger ist. Gibt es da so ein paar Sachen, die davor schwebt? Ja, also ich habe das Gefühl, dass einfach jetzt die Schweiz da so sieht, dass man vielleicht mehr global denkt und euch regional handelt. Das ist zum Beispiel das beste Beispiel mit diesen Gesichtsmasken. Schlussendlich wird jeder Staat sowieso nur für sich. Zuerst kommen die und dann alle anderen. Und das ist sicher euch mit den Unternehmern hier, dass man wirklich jetzt einfach euch die kleinen Geschäfte unterstützen wird. Und vielleicht, wenn jetzt wirklich dringend etwas brauchst, wartest, anstatt die grossen, was auch immer, Unternehmer per Online, denen noch das Geld zuschiebst. Ich habe schon das Gefühl, dass einfach ja, alle ein bisschen mehr die Region unterstützen. Ja, weil aber jetzt siehst du es, oder? Auf das Mal, ist es ein bisschen ähnlich gegangen, wie ich auf das Mal gefragt, ja, weil wir wirklich nicht einen grossen Migros einkaufen oder gehen wir nicht lieber im Dorfladen, wo halt einfach ein weniger Leute sind. Weißt du, was ich meine, logischerweise? Ja. Es gibt irgendwann einen lustigen Turn, also einen lustigen. Es ist einfach ein sehr wichtiger Turn, aber halt auf das Mal machst du Sachen, die davor halt auch wieder ein bisschen, ja, du bist automatisch im grösseren Einkaufszentrum gegangen, obwohl das daneben der Kleine ist. Und wir sind alle KMUler, ich meine, wir sind ja alle abgewiesen auf das Gewerbe oder in dem Ganzen. Und aber eben, dass man auf das Mal merkt, auf das Mal geht dort das Nein uns oder eben gewisse andere Sachen, die wir eigentlich brauchen, der Puls natürlich schon in alle Köpfe, gell, wenn man so etwas sieht. Habt ihr eigentlich oben an euch so gewisse Aktionen gehabt, wo du gemerkt hast, die Solidarität mit den Leuten untereinander. Weißt du, ich habe jetzt mal vorgestern Abend, habe ich jetzt mal gehört, weiss, am Trompetenspiel auf dem Balkan oder so. Aber weißt du, allgemein jetzt mit den Menschen, Solidarität, jetzt nicht nur auf das Unternehmen, sondern allgemein. Wie spürst du das euch persönlich? Ja, zum Beispiel auch, wenn das Klatsch war. Ich bin ja wohne im Fieschertal und das ist ein 300-Seelen-Dorf hier. Und sogar die haben es mit da geklatscht und das habe ich extrem schön gefunden. Und was wir euch haben von der Gemeinde, gibt es eine Freiwillige, die, wenn der Fall sollte sein, dass die sich wirklich abgeboten haben, wer jetzt ist, denen bei zu kaufen oder was auch immer. Das finde ich schön. Das ist das, was einfach die Leute irgendwas wie zusammen hat, zusammen schweißt. Ja, das, was ich zeige, dass in uns Menschen doch nicht etwas geht, ist, oder im Ganzen, gell? Ja, aber eigentlich ist es schlimm, dass es so weit muss. Das ist ja so. Sag, los einmal, jetzt mit dir noch abschließend. Wie dankst du dir? Du hast gesagt, ihr habt ja viele Sicherheitsmaßnahmen, die ihr ergriffen habt. Auch mit der Familie hat man gewisse Sachen, wo man sich mehr Räume gibt. Jetzt sag du als Mensch an sich. Wo dankst du in diesem Moment jetzt noch Energie? Weil mehr machen bedeutet ja, es braucht mehr Energie, oder? Ja, ich habe das Gefühl, es ist einfach wichtig, dass man eine Zeit für sich hat, dass man vielleicht einmal ausgeht und abschaltet. Und was ich mir musste, am Anfang habe ich gemeint, ich müsse alles lesen und alles hören, was die erzählen. Dann musste ich sagen, einmal ein Tag und gut ist. Und zu mir Medien habe ich gerade auf die Seite gelassen, weil ja, irgendwie man es einfach das Leben geht. So blöd wenn es denen, es geht einfach gleich weiter. Es muss weitergehen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und eben, es zeigt uns alle, dass das, was wir vorhin ja, vielleicht sind das ein bisschen gesagt, ich brauche jetzt gleich mal ein bisschen Abstand und so. Logisch, Abstand ist immer gut, aber es zeigt schon wieder, wie wichtig das einfach zum Menschsein und zum Miteinander halt ist, oder? Wir sind niemand, weil wir nicht die wichtigsten Leute, die Leute, die wir gerne haben, um uns kennen, oder? Im Ganzen. Das ist so.
Nadja, los, danke vielmals für deine Zeit, gell? Dass du dir die Zeit hast genommen, ob es gemein, ob es Unternehmen, ob es Familie, allem zusammen hier für dich da sein. Ich wünsche dir viel Glück. Die Stellung müssen wir sowieso nicht verändern. Ihr habt da schon immer eine Gewinnerstellung gehabt, vorwärts. Und jetzt einfach schauen, dass es weitergeht. Danke vielmals und ja, bleib gesund. Merci, ihr euch. Merci, danke. Tschüss. Ciao.